Feuer, aber Taten will, dass du sie verbrennst. Schwierig, du musst die Anhänger mit Feuer töten, um an ihre Asche zu kommen. Verwende dafür also eine Feuerwaffe. Denk dran, da diese Typen gegen Feuer immun sind, solltest du sie mit einer Nicht-Feuerwaffe weichklopfen, um ihnen dann mit einer Feuerwaffe den Rest zu geben. Also ich schätze mal, wir sollen die... Die Ding-Kerle hier, die... die... Ja, irgendwelche Kerle halt. Bring mir mehr Asche. Gut so. Also das war jetzt wirklich nicht schwer. Wer ist hier bitte immun gegen Feuer? Also meines Erachtens nach... Ach, der wahrscheinlich. Der wird wahrscheinlich gemeint sein. Wird hier eine Granate aufdrücken? Ah, hier kommt... Wo ist denn der? Ah, hier läuft schon wieder so ein Rasen darum. Ah! Nein, 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 nein. Oh. Ja, ich hab's kapiert. So, und. Hier liegt jetzt keine Asche, danke schön. Ach, jetzt ist es markiert. Ach, hier liegt schon Asche. Ach, ach so, das geht überhaupt für alle Typen. Ach so. Bring mir die Asche. Nö, die behalte ich jetzt. Die kommt bei mir zu Hause in einen Bilderrahmen und wird aufgehängt. Als Asche. Diese Kinder kennen nun eine ein schlechteres Schild oder eine schlechtere Waffe. Danke, Fackel. Kehre zurück. Die bringt ein bisschen mehr Geld. Schlechte Nachrichten, Fackel. Unter uns sind Götzendiener. Wo müssen wir denn jetzt hin? Oh. Warte mal. Da können wir unten rum, oder? Ja, da müssen wir nicht oben rumlatschen. Ja, Gott sei Dank. Nö, nein. Weil es mir gerade auffällt, wir haben ein Token wieder. Und wir nehmen... Feuerratte. Diesen falschen Propheten und alle, die ihm Gefolgschaft leisten. Ist doch egal, ob sie jemand anderes anbieten. Spiel einfach. Ja, sofort, sofort. Okay. Clayton muss dir vollständig vertrauen. Wenn sie irgendwas im Schilde führen, das wir unterbinden müssen, erfahren wir nur so davon. Okay. Ich habe kein Problem damit, wenn ich jetzt hier rumlaufe und irgendwelchen Leuten den Gas mache. Ja, wenn ich treffen würde, wäre es noch leichter. Jetzt ist der Kerl Level aufgestiegen. Hey. Halt, still. Einfach nur nö. Nein. Wenn meine Gegner schon Level aufsteigen. Ach nö. Oh, oh, die wirkt aber ordentlich. Jetzt kommen wieder die Dinger. Ich hasse sie so sehr. Zumindest kriegen wir Iridium. Könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Die Umgebung geschickt nutzen. Das ist meine Spezialität. Mein Service für sie. Okay, der war jetzt fies. Wow, was ist denn das für ein Riesenkerl? Der war aber vorher noch nicht da. Der war noch nicht da. Oh, das ist auch so ein Kerl. Oh, ja. Wow. Hey, der ist aber schnell und weg. Wow. Komm, spring. Wow. Ah, daneben. In den Hintern. Oh, der hat so eine Handwerkerritze hinten. Sehr unschön. Wow, so ein Spinnvieh. Bleibt mir doch vom Leib, ich hasse euch.
Also den Kleinen nehmen wir jetzt per Hand. Komm her. Du kannst... Saruk, den Kleinen will ich jetzt per Hand töten. Und auch wenn ich nebenbei verrecken würde. Ich hasse euch. Versteht es doch. Ich hasse euch. Abgrundtief. Wie er aussieht, wie er rumläuft und wie er mich angreift. Ich hasse euch. Es ist ein tief verwurzelter Hass. So. Dem Straßenverlauf folgen, geradeaus, bis sie ihr Mordopfer treffen. Achso, das war ein kleiner Kackhaufen. Ein kleines Häufchen. Also, da ist aber fein, dass wir jetzt hier unten rumlaufen können. Weil oben rum wäre wieder so umständlich. So, die stärkste Waffe auspacken. Hallo? Mal um die Ecke gucken. Ach, das ist eine... Ach, toll, das ist eine Spinne. Oh je. Ich sehe schon, das endet nicht gut, das endet nicht gut. Was ist denn das für ein Mörser hier? Ah, das war der. Ich möchte gern Gott. Mit der Schrotflinte können wir zumindest mal mehr Schuss mit einmal nachladen, abschießen als vorhin. Das hat mich bei der anderen ein bisschen gestört. Und hier sieht man jetzt vor allem auch, als wenn man hier die Nachladezeiten sind ziemlich schnell. Das haben wir gut geskillt. Können wir... Ich will ihn mal rennen und dann drücke ich nochmal... Ich will zuerst rennen. Dann will ich mal kurz ins Menü reingehen. Was nachschauen und dann kommt der Steam-Profil. Das habe ich, glaube ich, irgendwann einmal geändert. Und dann habe ich es auf zwei PCs jeweils verschieden gehabt. Und dann bin ich komplett durcheinander gekommen. Und seitdem ändere ich das irgendwie nicht mehr. Man könnte es auch auf beiden ändern, aber das wäre zu umständlich. Das wäre ja unlogisch. Ja, nee, ist klar. Diese Schnellreisestation. Mal eben gespeichert. Und auf zu unserem Kultkerl. Dingenskirchen. Zu Clayton. Dem Flammenmeister der Flammen. Hallo, Clayton. Komplett durchgeknallt, aber sie schaden nur sich selbst und diesem Scorch. Vielleicht sollten wir sie in Ruhe lassen. Einfach in Ruhe lassen? Die Entflammung steht kurz bevor, Fackel. Aber der Firehawk hat im Traum zu mir gesprochen und ein weiteres Opfer verlangt. Nein, habe ich nicht. Verbrennung seines Lieblingssohnes, des Zwergs namens Matchstick. Du musst ihn zum emporragenden Drachen im Southern Shelf bringen und ihn im Maul des großen mechanischen Biestes, das dort haust, entflammen. Ach, dort ganz hinter, oder? Ah, mal kurz zur Schnellreisestadt. Also ich kenne jetzt nur einen großen mechanischen flammenspeienden Drachenkopf. Der war am Anfang noch, wo wir den komischen, den ersten Bossgegner sozusagen erledigt haben. Ja, das ist noch hier hinten. Einen Moment. Ach ne. Ist lustig, eigentlich müsste... Würde ich mir jetzt so denken, wenn ich die Kopfhörer auf habe, dass dann der Rest leiser ist. Ach nee. Nee, müssen wir... Nein. Müssen wir jetzt die Zwillinge auch noch... Oh. Also zumindest die Groß und Klein. Keine Ahnung, wie die heißen. Nein und nein.
Ihr könnt mir getrost gestohlen bleiben. Bisschen Trollen von hier oben. Ah, ich hasse die. Ich hasse die Vögel. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Nein, nein und nein. Nein. Einfach nur nein. Versteht es doch. Wenn ich nein sage, meine ich nein. Die haben im Sturzflug allein angeflogen kommen. Das hasse ich wirklich. Vor allem, ich weiß nicht, wie viel die. Wie viel es von denen gibt. Ich glaube, das ist eh so ziemlich unendlich. Die. Gibt eine unendliche Ausschöpfung an den Spießern hier. Und die nerven wirklich, wenn sie immer so angeschossen kommen. Ich hab gesagt, die nerven und schon kommt der nächste. Die mögen mich nicht. Wogegen fliegen die denn bitte die ganze Zeit? Ah, der hat mich erwischt. Oh, das war jetzt präzise. Schnell nachladen! Da kommt er! Boah, der hat da ordentlich Munition mit gehabt. Wie kann so ein kleiner Vogel so viel Munition mitnehmen? Das ist fragwürdig. Ah, können das jetzt mal langsam mal alle Vögel gewesen sein? Nein, natürlich nicht. Muss immer noch ein Vogel draufkommen. Es muss ein Vogel draufkommen, dass er drauf geht. Wieso habe ich keinen Schall im Bauch der Waffe? Dann könnt ihr hier ganz gemütlich alle einzeln schnell töten. Wäre deutlich einfacher, als dass hier nach dem ersten Schuss schon alle aufspringen wie die. Keine Ahnung, was eben so aufspringt. Man merkt, das sind noch schwächere Gegner. Weil der ist mit einem Schlag tot. Und der mit einem Schuss. Und das, obwohl er ein Schild hat. Und das, obwohl er ein Schild hatte. Tja, ja. Haben keine Chance. Nehmt das, ihr. Okay, also das war jetzt ein eindeutiger Beweis. Die Entfernung mit einem Schuss mit der Schrotflinte. Toll, und ich hab's geschafft, mir selbst anzuzünden. Wie kann man sowas nur schaffen? So, dann gehen wir mal wieder zu den zwei Vollidioten, die aber wahrscheinlich auch ziemlich schnell jetzt gehen werden. Ja, die Musik kenne ich schon. Oh, ey, das ist ja unfair mit der Waffe. Ah. Der hat mir keine Chance. Der eine ist mit zwei tot, der andere mit einem. Okay, man merkt deutlich den Unterschied. Ach ja, wir haben nur die Kanone. Ja, dann ist natürlich klar. Kannst du aufhören? Danke. Ich muss ja gerade deinen Boss erledigen. Kannst du mal aufhören, bitte? Genug. Genau, meine Meinung. Geschieht dir recht. Ja, okay, ist trotzdem noch immer. Verdammt. Einfach. Ja, ist aber auch positiv. Da müssen wir jetzt nicht ewig hier rumstehen und die umbringen. So wie ich es schon mal hatte. Dass ich hier hinten rein musste und dann einfach nochmal das Ganze gemacht habe. Da, den Drachen meinte ich. Und da müssen wir auch rauf. Ganz rauf. Toll. Ja, kann man das machen. Ein Speicherpünktchen. Wieder einen Haufen verkackter Vögel, die irgendwie nicht wissen, wie sie fliegen sollen. Nein und nein. Jo, der hat eine Waffe. Toll.
Wieso schaue ich hier nach Waffen? Hier sind die Gegner mit einem Schlag tot. Wieso sollte hier eine bessere Waffe sein? Hallo, Freunde! Ja, toll, mit der Pistole brauchen sie 3 Schüsse. Oder man wartet, bis sie verbrennen. Elendig. So, und wie wir den Drachen besteigen, klang jetzt irgendwie falsch. Wie wir hier raufklettern, also klettern kann man nicht sagen, wir laufen hier einmal den Kreis. Ach nee, müssen wir da oben den Kerl wieder töten. Oh, toll. Ist immer so umständlich, dass sie immer ja alle respawnen jedes Mal. Auf jeden Fall, wie wir das alles machen, sehen wir das nächste Mal. Bis dahin. See ya.